Genau, der Blick auf Putin noch einmal, denn es gibt jetzt Berichte über einen angeblichen Fluchtplan, der ausgearbeitet werden soll. Was steckt dahinter? Ja, es gibt da das Gerücht von der sogenannten Arche Noah. Und da sollen also die Kreml-Leute gucken, wo sie sich in Sicherheit bringen könnten im Falle einer Niederlage, im Falle, dass hier alles zusammenbricht. Und da wird wohl über Venezuela als Fluchtort nachgedacht oder auch Argentinien, heißt es. Und das hat eben ein ehemaliger Redenschreiber von Wladimir Putin behauptet. Abbas Galiamov heißt dieser Mann, der ist auch Politologe, lebt wohl seit 2018 in Israel im Exil und hat also diese Geschichte jetzt in Bezugnahme auf irgendwelche Kreml-Quellen an die Öffentlichkeit gebracht. Ich halte das für eine, mit Verlaub, Räuberpistole, absoluten Unsinn. Sicher ist richtig, dass sich alle Politiker hier in Russland überlegen, was man im Falle des Falles tun könnte. Aber ich denke nicht, dass das wirklich ernsthaft verfolgt wird. Denn Leute wie Wladimir Putin oder viele seiner Mannschaft, die wären ja auch in Venezuela letzten Endes nicht in Sicherheit und könnten sich nicht schützen vor dem Zugriff der USA. Und wenn sie dann da sozusagen verhaftet werden würden, dann würden sie eventuell vor dem Strafgerichtshof in Den Haag landen, wie das auch bei Milosevic der Fall war. Wir erinnern uns. Also von daher sind solche Fluchtoptionen keine Option für keinen aus der Kreml-Mannschaft. Und die einzige Option für diese Leute ist es, den Krieg in der Ukraine nicht zu verlieren, sondern da eine gesichtswahrende Lösung herbeizuführen. Und ich denke, dieser Krieg wird auch aus diesen Gesichtspunkten weitergeführt. Er darf für die Kreml-Leute nicht verloren gehen. Das wäre eine Katastrophe. Dann könnte hier, wie es oft heißt, auch von Kreml-Kritikern alles zusammenbrechen. Und deswegen wird dieser Krieg weitergehen. Ein Zermürbungskrieg, ein Erschöpfungskrieg mit dem Ziel des Kremls, die annektierten Gebiete, wie es hier heißt, zurückzuerobern oder zu befreien, wie die Russen sagen. Da geht es um Cherson, um Saporosche und auch Lugansk und Donetsk. Und das ist das Kriegsziel und das werden die Kreml-Leute mit aller Macht verfolgen. Und keiner denkt wirklich daran, irgendwo ins Exil zu gehen. Ich halte das für ein Märchen, was Abbas Galiamov da verbreitet. Christoph Wanner, herzlichen Dank für diese Einordnungen. Danke nach Moskau. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.